Was haben wir noch so im Netz? Geht jetzt nicht. Wir können Feedback senden und nochmal verschiedene SIM-Anwendungen benutzen. Ja, dann können wir nochmal die verschiedenen Anwendungen einstellen, zum Beispiel die Bildergalerie und die Kamera. Können das alles wieder zurücksetzen, Konten hinzufügen. Also es ist alles möglich, man kann hier alles einstellen. Aber ich will jetzt nicht alles erzählen. Das würde den Rahmen sprengen. Ja, wir haben zweimal Karten. Einmal von weiß ich nicht genau, ich glaube von Google oder von Bing. Das werden wir gleich sehen. Ich glaube, es sind Bing-Karten. Schauen wir mal. Bin ich mir gerade nicht so sicher, von wem das jetzt hier ist. Zumindest ist es drauf, ja. Also es gibt zumindest hier das eine. Und dann gibt es halt noch extra von Nokia die Nokia-Karten. Die einen oder anderen werden es schon kennen. Also ist auch eine sehr gute Navigationsmöglichkeit. Natürlich bräuchten wir dann noch GPS, deswegen sieht das Ganze hier nicht so besonders aus. Und ja, jetzt geht's. Es dauert halt erstmal einen Moment, bis alles geladen ist. Ja. Ja, hier haben wir dann auch nochmal verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel wie es aussehen soll, ob es normale Karten sein sollen oder Satellitenkarten. Wir können auch nach Orten suchen. Und solange das lädt, schauen wir uns erst einmal noch die Tastatur an. Wir haben eine Querztastatur. Ganz normal können wir hier Sachen eintippen. Dann werden uns auch Wörter vorgeschlagen. Wir können die Sprache ändern, jetzt zum Beispiel von Deutsch auf Englisch. Was haben wir noch so? Wir haben die Zahlen, nochmal verschiedene Symbole, zum Beispiel ein Eurozeichen, Prozentzeichen, Fragezeichen. Ja, wenn wir dann diesen Pfeil hier betätigen, dann gibt es nochmal andere Symbole, zum Beispiel Dollar oder ist gleich und Plus. Wir haben auch einen Punkt. Wir haben eigentlich alle wichtigen Symbole im Überblick. Und wenn wir diesen Pfeil hier drücken, wenn wir in der normalen Tastatur sind und darauf gehen, dann wird alles groß geschrieben. Also zumindest der Anfang. Wenn wir länger darauf gedrückt halten, dann werden alle Wörter groß geschrieben. Hier löschen wir dann wieder die einzelnen Buchstaben. Leertaste.
ganz normal. Und wenn wir dann unseren Ort eingegeben haben und dann auf diesen Pfeil hier gehen, dann wird danach gesucht. So, und dann wird uns der Ort auch angezeigt. Hier kann man dann noch mal verschiedene Orte auswählen, die man meint. Oder wenn es mehrere Orte mit demselben Namen gibt, dann sucht man sich halt den Ort aus, den man auch meint, so rum. Ja. So viel kann man da jetzt auch nicht sagen. was haben wir noch? Nokia Music. Dort sehen wir unsere Musikalben. Und wir können auch Musik kaufen. Wir können nach Konzerten suchen. Zum Beispiel hier in der Nähe. Wir können Radio hören. Ja, hier haben wir dann nochmal so eine kleine Übersicht, wie viele Songs wir haben. Radio, Store, Konzerte. Hier zum Beispiel jetzt hier in der Nähe. Mario Bart. Ja. Auf meiner Musik gibt es dann nochmal die Interpreten, Alben, Songs, Playlists und sonstiges. Ja, wenn wir jetzt Musik hätten, dann könnten wir dies auch anhören. Ja, wir könnten noch mal auswählen, ob wir eine zufällige Wiedergabe wollen oder eine ganz normale. Okay, im E-Mail-Setup können wir ganz normal unsere Konten hinzufügen. Zum Beispiel Google oder Windows Live, geht alles. Ja, und dann haben wir halt neben den Karten, egal ob es jetzt von Nokia ist oder von den anderen, dann haben wir nochmal Nokia Navigation. Und dort können wir dann uns einen Ort auswählen und dort werden wir dann auch hin navigiert. So. Dann geben wir hier unser Ziel ein, zum Beispiel Berlin. Jetzt wird nochmal gesucht. Und wenn es dann gesucht hat, dann wird es uns dorthin führen. Können wir nochmal Einstellungen vornehmen, die Kartenfarben, Verbindung. Wir können zum Beispiel auch Offline-Navigation nehmen. Infos gibt es natürlich auch. So, dann sehen wir, wie schnell wir fahren in Kilometer pro Stunde. Dann sehen wir hier die Meteranzahl, also wie lange es noch dauert, wie lange wir noch fahren. Ja, wir können rein und herauszoomen. Ja,
Das war eigentlich auch schon das Wichtigste. Okay, dann haben wir noch Nokia, Bus und Bahn. Dort sehen wir halt, wann der Bus oder die Bahn fährt. Also die Fahrzeiten meine ich damit und ja. Wir müssten dann hier unseren Standort eingeben und dann würde in unserer Nähe der Bahnstandort oder Busstandort gesucht. Und dort würden dann die Zeiten stehen, wann der nächste Bus oder die Bahn losfährt. Ja, was haben wir noch so? Wir haben Groupon. Dort gibt es so Rabattgutscheine, Hilfe und Info. Dort kann man nochmal, falls einem etwas nicht klar ist, nochmal nach verschiedenen Informationen suchen, Kontakt übertragen. Dort können wir von älteren Handys oder Smartphones unsere Kontakten und Daten übertragen. Dann müssten wir das Bluetooth einschalten und dann würde das auch funktionieren. Ja, dann haben wir die Kontakte. Dort haben wir erstmal alle Kontakte, die wir in unserem Adressbuch haben. Wir könnten dann nochmal sortieren in die Neuigkeiten, zum Beispiel neue Nachrichten. Und das war's eigentlich auch schon. Wir können neue Personen oder Gruppen hinzufügen. Zum Beispiel jetzt eine neue Gruppe, Gruppenname, irgendwas. Wir können Smileys hinzufügen. Dann speichern wir das Ganze einfach. Dann können wir Kontakte hinzufügen. Und ja. Diese Gruppe oder dieser Gruppe könnten wir dann noch ein Bild geben. So. Oder auch nicht. Nein, geht nicht. Tut mir leid. Wir können das dann hier dran heften. Ja. Aber wir können unseren Kontakten Bilder hinzufügen. Dann gehen wir einfach hier auf Bearbeiten. Gehen auf dieses Bild hier. Oder wenn wir einen Kontakt haben, wo noch kein Bild ist. Zum Beispiel erstellen wir uns einfach mal ein. So, dann steht hier Foto hier. Dann gehen wir darauf. Wir wählen uns ein Bild aus. Gehen dann auf OK. Und schon wurde das Bild für diesen Kontakt gespeichert. Dann gehen wir hier auf dieses kleine Speichern-Symbol. Und der Kontakt wurde gespeichert. Wir können den auch wieder auf die Startseite anhängen. Wir können eine Verknüpfung erstellen. Wir können den halt nochmal bearbeiten. Oder wir können ihn löschen. Ja. So, das waren die Kontakte. Dann haben wir die Nachrichten. Dort können wir eben unseren Kontakten eine Nachricht schreiben. Wir können den Chat-Status festlegen, ob wir jetzt online sind oder ob wir offline sind. Zum Beispiel hier noch den Facebook-Chat aktivieren. Ja, wenn wir eine Nachricht schreiben wollen, Entschuldigung, dann gehen wir auf das Plus.
Gehen dann hier nochmal auf das Plus, suchen unseren Kontakt aus. So. Wenn es den dann geben würde. Oder wir geben hier ein an Peter so und so. Dann schreiben wir unsere Nachricht. Hier noch irgendwas und dann könnten wir das senden. Wenn wir jetzt den Kontaktnamen angeben würden, wir können das die Nachricht speichern oder wir können es nochmal, wir können nochmal ein Bild oder ein Video, aber auch eine Sprachnotiz hinzufügen. Und dann würden wir jetzt eine Nachricht schicken. Ja. Okay. Also wir können jetzt keine Nachrichten versenden, weil ich jetzt keine SIM-Karte eingelegt habe. Deswegen geht das jetzt nicht. Sonst müsste das funktionieren. Marketplace können wir verschiedene Programme herunterladen. Aber wir benötigen eine Windows Live-ID. Können wir uns auch dort direkt erstellen. Nokia E-Books können wir digitale Bücher herunterladen und diese lesen. Office haben wir nochmal so ein paar Programme wie Word und Excel, aber auch PowerPoint. Wir können dann die ganzen Sachen bearbeiten oder halt auch neue Präsentationen oder sonstiges erstellen. Ja. Im Telefon können wir uns eine Nummer auswählen, die wir anrufen möchten. Wir können die Nummer auch speichern und dann als Kontakt hinzufügen. Und weil ich jetzt keine SIM-Karte eingelegt habe, deswegen geht das jetzt auch nicht. Dann haben wir hier nochmal eine Wahlwiederholung. Ja, wir können dann auch hier ein SMS schreiben. Hier haben wir dann die in der Statusbar nochmal eine kurze Nachricht, dass eben das und das eingegangen ist. Und ja, wir kommen dann wieder zu den Kontakten. Wir können wieder hier nach irgendwelchen Leuten suchen oder nach irgendwelchen Telefonnummern. Wir können alles löschen. Und wir können hier nochmal Einstellungen vornehmen, aber das geht jetzt nicht. Eben weil keine SIM-Karte eingelegt ist. Wecker ganz normal. Ein Rechner gibt's auch. So, dann haben wir noch ein Kalender, können wir ganz normal Termine hinzufügen, speichern, nach verschiedenen Orten suchen, können Aufgaben anlegen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel im Marketplace Spiele heruntergeladen haben, dann werden diese in den Spielen gespeichert. Und wenn man diese Spiele spielen möchte, dann muss man eben in diese Spiele-Applikation. Und dann sieht man hier in der Sammlung
die ganzen Spiele, die man jetzt heruntergeladen hat. Dann kann man einmal drauf gehen und schon kann man das Spiel oder das Programm spielen. So. Ja. Man kann auch sich mit Xbox Live anmelden. Dort sieht man dann seine Scores und seine Spiele. Das wird auch funktionieren. Und zum Schluss haben wir noch den Internet Explorer. Wir haben unsere URL, die wird hier unten eingeblendet. Sieht man jetzt leider nicht so gut. Wenn wir auf das X gehen, dann wird es halt abgebrochen und es wird nicht geladen. Wenn wir auf dieses Aktualisieren-Symbol gehen, dann wird es aktualisiert. Wir können Registerkarten hinzufügen. Falls wir dann mehrere Webseiten geöffnet haben, können wir dann immer schnell hin und her wechseln zwischen den einzelnen Webseiten. Wir können Favoriten hinzufügen, wir können diese Seite auch versenden, zum Beispiel per E-Mail oder SMS, MMS. Ja, wir können rein und herauszoomen, ganz normal, ganz einfach. Und ja. Es lädt auch ziemlich schnell. Wir können auch die Webseite auf unsere Startseite hinzufügen, dass wir sie immer schnell öffnen können. Wir können natürlich auch die Desktop-Variante aktivieren. So. Und wir können den Verlauf löschen. Ja. Cookies löschen oder ob sie aktiviert werden sollen oder zugelassen werden sollen oder auch nicht. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Das war es eigentlich jetzt auch schon. Es ist ein sehr schönes Handy. Das System Windows Phone ist auch sehr okay. Es gefällt nicht jedem, aber es ist sehr einfach, man kann es sehr schnell und einfach bedienen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das individuell anzupassen. Natürlich nicht ganz so viele Möglichkeiten wie bei anderen Systemen, aber es geht. Und ja, für kleine Versprecher entschuldige ich mich. Es tut mir wirklich leid, aber das ganze Video in einem Stück zu drehen, das ist schon ganz schön aufwendig. Und ich möchte jetzt nicht nochmal alles herausschneiden. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und ja, falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Ist auch okay. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt mit Smartphones und Technik, dann abonniert uns doch. Und ja. Bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.